Wo sind denn unsere Werte? Sind unsere Werte darin, dass wir immer schneller fahren können? Dass jedes Familienmitglied ganz schnell fahren kann und dann und nicht weiß, wohin es will, aber es ist schneller drauf. Also wir müssen wegkommen davon. Was sind unsere Werte? Wir könnten darüber diskutieren, also ich könnte ein paar Vorschläge machen, aber Sie werden vielleicht bei Nachdenken auch Werte sehen. Die Werte, die Wertesituation ist ja dann ganz anders, wenn Sie in Katastrophen leben. Also ich erinnere mich, ich war knapp 3 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg aus war, und es ist umgegangen, dass wir was zu essen bekommen. Und dort, den ganzen Tag war die Frage, wo nehme ich was zu essen her? Und da haben die Leute dann, die Erwachsenen sind ins Land gefahren, haben dann den Bauern über die goldenen Uhren bis zum bösen Dorf verfänglich alles gebracht, um ein bisschen Speck zu bekommen und sowas. Und das Individuum hat Verantwortung, meines Erachtens nach auch im gesellschaftlichen Kollektiv. Und wir haben es uns schon sehr leicht gemacht, diese Verantwortung virtuellen Personen, die heute auch vom Kollegen Knoflacher gefallen sind, zu übertragen. Es ist die Politik, die Universität, der Konzern, als würde es dort keine Menschen mehr geben. Wir haben so eine übersinnliche Virtualität geschaffen, der die alles zuschanzt. Und die Politik hat gesagt, das ist so, wie meine Großmutter sagt, der Radio hat gesagt. Ja, wer ist der Radio? Also ich habe immer das Bild vor dem Auge, dass der Radio den Mund auf und zu macht und zu mir spricht und alle möglichen Weisheiten von sich gibt. Und es sind auch Individuen dahinter, die diese Nachrichten produzieren, die diese Nachrichten interpretieren, und dieses Individuum ist gefragt. Und das darf sich nicht aus der Schuld nehmen, nicht aus der Verantwortung nehmen. Das ist das extrem Wichtige. Und das bedeutet allerdings für jeden Einzelnen von uns als Gegenwarts- und Zukunftsvision der Aufbruch aus der Komfortzone. Und der Aufbruch aus der Komfortzone klingt momentan so ein bisschen mehr Anti-Couch-Potato, aber genauso ist es. Es ist nicht furchtbar, aus der Komfortzone auszubrechen, sondern es ist super. Es sind sehr viele neue Möglichkeiten da. Es gibt viel Neues zu entdecken, es gibt viel Neues zu machen. Es ist einfach eine Reichtum und Fülle vorhanden, einfach wenn wir aus der Komfortzone ausbrechen. Es besteht nämlich die große Gefahr, dass wir unsere Fantasie verloren haben. Ich würde so behaupten, dass das Fernsehen eine wesentliche Komponente ist, das Fernsehen im Kleinkindesalter. Im Kindesalter ist ein Fantasiebilder. Sie sammeln da eine Induktionsbasis an, ihr Organismus, ihr Verrechnungssystem ist ja durch die Evolution nicht vorbereitet auf das Fernsehen. Der ist vorbereitet, ein paar Ereignisse, die es an Leib und Leben gehen, vorrangig zu speichern, so wie der Griff auf die heiße Herdplatte, sogar zum bedingten Reflex werden lassen, eine Abwehrreaktion. Aber nicht, dass sie, so wie manche Jugendliche, die dann vielleicht 40.000 Morde gesehen haben, wenn sie 18 Jahre sind. Ich würde so meinen, dass deren Gehirn bereits kaputt ist. Die sind nicht mehr fantasiefähig. Die haben so viel vorrangig speichern müssen, bis diese Kapazitäten erschöpft sind. Also ich glaube, ich liegt an die unendliche Gehirnkapazität. Manfred Spitzer, ein Neurologe, Gehirnneurologe, der hier ganz auf meinen Ring liegt. Also ich bin selbst kein Neurophysiker. Also es gibt hier Grenzen und es gibt hier große Gefährdungen und da müssen Sie einen Weg suchen. Also ich will da keine bunten Luftballons sehen.